Hallo meine lieben Gamer, heute schauen wir uns mal die Apple Arcade an. Ein Spiele-Abo von Apple, das es eben für iOS-Geräte gibt. Gucken wir mal, ob das was taugt. Apple hat ja interessanterweise im September einen neuen Abo-Dienst gestartet, nämlich die Apple Arcade. Und das ist ein Abo-Service, der monatlich kostet, nämlich 4,99 €. Ihr könnt vorher auch noch einen Probemonat abschließen. Und dafür bekommt ihr inzwischen über 100 kostenlose Spiele. Und das Schöne ist dabei, zum einen, da gibt es keine Mikrotransaktionen, da gibt es kein Free-to-Play, da gibt es keine versteckten Kosten oder DLCs oder irgendwas. Nein, ihr bekommt die Spiele, das sind vollwertige Spiele, auf Mobile natürlich, also für iPhone, iPad, Apple TV, für macOS auch sogar. Und die könnt ihr frei spielen, solange das Abo läuft. Und da kommen, ich würde sagen, circa wöchentlich immer wieder neue, eine Handvoll Spiele dazu. Dafür hat Apple auch sogar im App Store den App Store umgestellt und dort einen neuen Menüpunkt eingestellt. Statt Updates gibt es jetzt als vierten Hauptmenüpunkt tatsächlich die Apple Arcade. Und dort ist eben eine, ich sag mal, handverlesene Auswahl an Spielen drin. Und zwar Spielen, die es nicht im iOS App Store sonst gibt. Die sind, ich sag mal, teilexklusiv für die Apple Arcade. Diese Spiele tauchen zum einen, wie gesagt, nicht im App Store auf und nicht auf Android. Das ist scheinbar mehr oder weniger verboten, quasi von Apple aus. Aber wo sie auftauchen könnten, ist beispielsweise auf Konsole, auf dem PC oder auf der Switch beispielsweise. Das heißt, die sind so nicht ganz exklusiv, beispielsweise Oceanhorn 2 gibt es ja auch auf anderen Plattformen. Das Schöne ist, diese Spiele könnt ihr runterladen. Das ist kein Streaming-Dienst. Apple Arcade ist kein Streaming, so wie andere Dienste, beispielsweise wie Google Stadia oder so, die eben auch Abo-Modell haben und wo nur gestreamt wird. Nein, ihr ladet euch die ganzen Spiele lokal auf euer Gerät runter und ja, ihr könnt die offline zocken. Es gibt keinen Online-Zwang. Also sprich, ihr müsst nur eben die online sein, um die runterzuladen. Ansonsten geht es natürlich nicht. Und danach könnt ihr offline sein und das ist natürlich sehr praktisch, wenn ihr beispielsweise unterwegs seid. Per Zug, per Flugzeug oder wo auch immer, wo ihr kein Internet habt oder ein schlechtes Internet. Und dann könnt ihr eben euch damit beschäftigen. Und das ist ja eigentlich auch die Stärke eigentlich von den Spielen hier. Ihr habt jetzt keine, ich sag mal, überkomplexen AAA-Spiele hier drin, sondern es sind mehr Puzzle-Spiele, mehr Geschicklichkeitsspiele, bisschen Adventures und ich sag mal, leichte Rollenspiele. Simpel gehaltene Action-Rollenspiele sind mit dabei. Das Ganze ist nämlich sehr Indie-basiert. Das heißt, es kommt von sehr vielen Indie-Studios. Allerdings eben, es ist kein Crap dabei. Es ist wirklich gehobenes Indie-Niveau, sagen wir es mal so. Obendrein fällt mir auf, es ist sehr viel Comic-Stil. Viele Spiele haben einen Comic-Stil. Es ist sehr kinderfreundlich gehalten. Es gibt kein blutiges Gemetzel oder was auch immer. Es gibt keinen Ego-Shooter beispielsweise. Das quasi fehlt im Grunde. Es gibt auch kein richtiges Rennspiel. Es fokussiert sich eben, wie gesagt, auf Geschicklichkeit, bisschen Arcade-Feeling und eben Puzzles vor allen Dingen auch. Das Ganze wird unterstützt von neueren iOS-Geräten. Also sprich, ihr braucht ein aktuelleres iPhone, iPad mit iOS 13. Wenn euer Gerät nicht iOS 13 kompatibel ist, dann geht die Apple Arcade gar nicht bei euch. Dann erscheint das gar nicht bei euch. Und dann könnt ihr das auch nicht spielen. Das heißt, ältere Geräte, ich weiß nicht wie alt, ein paar Jahre alt, die gehen ja mit iOS 13 nicht mehr. Das heißt, die müssten, glaube ich, schon jenseits der 5 Jahre alt sein. Und alle neueren gehen. Dasselbe gilt für Mac. Das Ganze ist nämlich, die Apple Arcade läuft tatsächlich auch auf dem Apple Mac. Und da braucht ihr aber macOS 10.1.5, das neueste macOS. Und dann könnt ihr eben parallel spielen. Ihr könnt auch auf Apple TV spielen. Und das Schöne ist, ja, ihr könnt irgendwie bei einem Spiel auf dem einen Gerät anfangen und auf dem anderen weitermachen. Spielstellen werden dann in der Cloud gesichert, wenn es gut geht. Habe ich auch schon gesehen, bei mir läuft das noch nicht so überall glatt. Aber nichtsdestotrotz ist es so zumindest in der Theorie möglich. Das Schöne ist, steuerungsmäßig, ihr habt normalerweise eine Touch-Steuerung, die typische Touch-Steuerung auf dem Handy eben. Manche Spiele sind ein bisschen komplexer, da die haben quasi virtuelle Tasten, die ihr drücken müsst und eben bedienen müsst.
Beispielsweise virtuelles Steuerkreuz, virtuelle Bewegung für die Kamera und so weiter und Tasten. Und das ist ein bisschen umständlich, aber, und jetzt kommt's, iOS 13 hat eine ziemlich coole Funktion inzwischen. Ihr könnt ja Bluetooth-Controller schon länger am iOS benutzen. Und jetzt inzwischen gehen auch DualShock 4 beispielsweise. Von der PlayStation 4 könnt ihr den Controller benutzen. Oder von der Xbox euren Controller könnt ihr auch benutzen. Einfach per Bluetooth verbinden. Und dann läuft das Ganze. Und die ganzen Apple Arcade-Spiele sind auch kompatibel damit. Also nicht alle, aber bei denen, wo es Sinn macht. Sagen wir es mal so. Und funktioniert super. Und das Ganze hat dann gleich schon ein gewisses Konsolenfeeling irgendwie. Vor allen Dingen, wenn ihr dann auf dem Apple TV spielt, das am großen Bildschirm habt und eben mit dem Controller spielt. Letztlich ist natürlich so, es ist, wie gesagt, die Spieleauswahl ist ein bisschen mauer als jetzt beispielsweise bei einem PlayStation Now. Ganz ehrlich, bei dem Spiele-Streaming-Dienst von Sony. Da gibt es ja 700 richtig, richtig gute Titel, eben aus drei verschiedenen PlayStation-Generationen. Hier ist es, wie gesagt, fokussiert auf Indie-Spiele, auf ziemlich simpel gehaltene Spiele, die aber trotzdem komplex genug sind, damit ihr dranbleibt. Und ein paar Sachen sind auch dabei, wo ich sagen muss, hey, die machen richtig süchtig. Das größte Spiel oder das aktuell wichtigste Spiel bisher ist Oceanhorn 2. Das gab es ja vor, als der Vorgänger gab es ja schon im App Store auf verschiedenen Plattformen. Den 2 gibt es jetzt eben auch unter anderem für verschiedene Plattformen und aber auch im Mobile-Sektor exklusiv für die Apple Arcade. Und was soll ich sagen, das ist eigentlich ein Zelda-Klon, der sehr an Wind Waker erinnert. Allerdings das im positiven Sinne. Ihr habt verschiedene Inseln, ihr könnt verschiedene Inseln besuchen, ihr habt dort verschiedene Dungeons, ihr gibt Schatzkisten zu entdecken, allerlei kleine Gegner zu erledigen mit Schwert und Schild und ja, und ihr könnt mit dem Bötchen hin und her fahren. Auch sehr nice gemacht und sehr schön und auch optisch sehr fein, vor allen Dingen auch für ein Mobilgerät sieht das echt schön aus. Das ist eigentlich schon fast eine Ausnahme, denn die meisten Spiele sind eigentlich meistens 2D, entweder Pixeloptik oder sehr stilistisch mit Pastellfarben, meistens eher 2D-artig angelegt. Beispielsweise das Comic-Rollenspiel Yaga, das ist so ein bisschen so ein Action-Rollenspiel, bisschen mit Diablo-Stil und ein bisschen viel Humor mit dabei. Ein Waffenschmied, der irgendwie nach einer Frau sucht und unterwegs ist. Und das ist allerdings recht nett gemacht und ist vor allen Dingen für unterwegs ganz nice. Wenn ein Spiel 3D ist, dann ist es sehr, sehr stilisiert. Beispielsweise Agent Intercept, da habt ihr eins der wenigen Rennen, mehr oder weniger Rennspiele, wo ihr eine Verfolgungsjagd habt. Wo ihr James Bond-mäßig Bösewichte verfolgt und mit Raketen beschießt und schön um die Kurven driftet. Völlig übertrieben das Ganze gemacht und das auch natürlich Konzept, aber ja, echt absolut spaßig. Es gibt mit What the Golf ein völlig absurdes Golfspiel, das ihr einfach gesehen haben müsst, weil das kann man gar nicht erklären, das ist einfach nur so doof. Mich erinnert es immer wieder an WarioWare, wo man auch sich im ersten Moment denkt, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, dass das nur solche Minispiele sind. Ja, da ist es aber und bei Watergolf ist es ganz ähnlich. Es gibt auch Jump'n'Run-Spiele und eben Geschicklichkeitsspiele. Allen voran natürlich Rayman. Ubisoft hat Rayman Mini beigesteuert. Das bewährte 2D-Rayman. Die Mechanik ganz simpel mit Touch-Steuerung. Das heißt, ihr hüpft quasi nur und schlagt. Der Rayman rennt von selbst. Super nice, kann man nichts falsch machen. Und was auch noch interessant ist Mono Malls. Das ist rausgekommen. Ja, wo ihr auch als Steckermännchen im Wasser herumtaucht und Gegner erledigt und auch übers Wasser raustaucht. Ein bisschen komisch zu erklären, aber es ist auf jeden Fall sehr nett und schön gemacht. Was gibt es noch? Wir haben beispielsweise Tangle Tower. Tangle Tower ist ein sehr schönes Kriminal-Adventure. Nett gemacht, Comic-Stil. Gute Sprachausgabe auf Englisch mit deutschen Untertiteln und da löst ihr einfach einen Kriminalfall. Wir haben Assemble with Care, ein interessantes Puzzlespiel, wo ihr Gegenstände repariert, technische Gegenstände, auseinanderschraubt und wieder zusammenschraubt. Es gibt mit Inmost eins der wenigen düsteren Spiele, sehr düstere Atmosphäre in Pixeloptik, auch ein klassisches Adventure eigentlich aufgebaut. Und nicht zuletzt noch mein persönlicher Favorit, Grindstone. Ein Spiel, das aussieht wie ein typisches Match-3-Game.
Candy Crush mäßig, aber es geht eigentlich darum, dass man auf dem Bildschirm eine gigantische Kampfkombo innerhalb von einer Runde hinbekommt und sich quasi möglichst viele Gegner erledigt, um möglichst viele Punkte zu machen, und das in dem Spiel komme ich definitiv nicht los. Ja, das ist es mal zur Apple Arcade. Und die Frage ist, lohnt sich das Ganze? Und da kann ich euch sagen, ja, weil es ist ganz simpel. Ihr kriegt nämlich einen Probemonat gratis. Also ihr müsst, wenn ihr das abschließt, kriegt ihr erstmal einen Monat, könnt ihr testen, was ihr wollt. Könnt ihr alle Spiele durchspielen oder auch nicht. Und danach seht ihr ja, okay, danach kostet es 4,99 €. Lohnt sich das oder nicht? Ihr könnt auch innerhalb von einem Tag kündigen tatsächlich. Und deswegen ist es komplett risikolos, wenn ihr das Ganze macht. Deswegen könnt ihr es gerne ausprobieren, wenn ihr ein aktuelles iOS-Gerät habt. Android und so weiter gibt es das Ganze natürlich nicht. Und ich muss sagen, es ist ein interessanter Ansatz, den Apple hier verfolgt. Es ist auch ein bisschen anderer Ansatz endlich mal. Und vor allen Dingen freue ich mich, dass es endlich mal wieder Mobilspiele gibt mit mehr Qualität, mit einem gewissen Niveau und nicht nur kompletter... Ja, die App-Stores auf Android oder auch ein bisschen bei iOS auch, sind ja voll mit Apps, absoluten Mistspielen, wo man vermeintlich gratis spielen kann und man muss dann aber ewig warten oder die eine Pay-to-Win-Mechanik drin haben und das nervt wie irre. Und deshalb gibt es eben schön, es ist schön, dass es so eine handverlesene Auswahl an Games gibt, die man auch unterwegs spielen kann, ohne dass man sich Sorgen machen muss. Das, meine lieben Leute, das war's von der Apple Arcade und von diesem Video. Hoffentlich war es hilfreich für euch und... Das Ganze könnt ihr gerne abonnieren und ein Gefällt mir da lassen. Und dann sieht man sich sehr gerne im nächsten Video hier auf diesem Kanal. Macht's gut, bis dahin.